Hallo zusammen, mich ist wieder heute Lan, verschieden für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und ja, da war ich letzte Woche noch mit einigen Chars im LFR bzw. im PvP unterwegs und ich würde sagen, wir gucken mal rein, was wir so Schickes drin haben. Der allererste ist hier mein Hexenmeister und ja, jetzt schauen wir mal, ob der ein schickes Item hat, das mir noch einen Timok bringt. Also wir haben einmal hier ein PvP-Item, das wird mir auf jeden Fall ein Mokhtal bringen. Der Rücken auch und die Waffe, die habe ich tatsächlich schon. Jetzt bin ich gerade überlegen, was macht mehr Sinn? Ich sollte auf jeden Fall schauen, dass ich nicht versehentlich ein Set voll mache, sonst habe ich dann wieder Probleme mit diesen Assembles. Deswegen gucke ich jetzt mal ganz schnell. Ja gut, ich habe hier noch 3 Slots offen. Ich habe die Brust noch offen, den Kopf und die Taille. Wenn ich jetzt in den Umhang gehe, war ich ganz sicher, aber ich kann einfach den Kopf nehmen. Das denke ich mal, passt schon. Ist das vielleicht auch noch ein Upgrade? Eventuell kriege ich da sogar auch noch ein Set-Teil, also das T-Mock von dem Set. Eventuell wäre das sogar dann noch was. Jetzt gucken wir mal fix. Das ist jetzt hier für 63. Weil ich habe das, was ich jetzt anhabe, ist für 54. Dann wäre das sogar vielleicht auch noch geartechnisch besser, wisst ihr. Gut, der Umhang wäre auch natürlich höher gewesen. Aber gut, jetzt gucken wir mal. Die ganzen alten Sachen kann man jetzt leider nicht mehr upgraden. Seht ihr, die sind alle ausgegraut. Das ist ja jetzt die 4. Season gestartet. Und was so ein bisschen tricky war, muss ich ehrlich sagen, ist die Tatsache, dass ich gestern Abend noch LFR mit dem einen oder anderen Char war, hab noch Items gekriegt, wollte die upgraden, ne, und dann war irgendwie schon das ausgegraut, obwohl die 4. Season noch gar nicht gestartet hat. Also das fand ich jetzt schon ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, von Blizzard. Aber naja, was will man machen? Und ich konnte auch die Upgrade-Tokens nicht mehr holen. Also das war schon eine fiese Angelegenheit. So, gut, wunderbar. Haben wir sogar 2 T-Mocks aus der Geschichte rausgezogen. Das Teil können wir jetzt eigentlich weghauen. Das ist, denke ich mal, in jeglichen Belangen schlechter. Aber ich bin mal so frei und mock mal drüber. Sonst sehen ja meine Chars immer aus, wie der herklaufen. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir... wo haben wir das? Ich glaube, das Set war das, ne? So, okay. Dann verkaufen wir das noch und dann gucken wir weiter zum nächsten Char. Dann haben wir hier den Priester. Jetzt gucken wir mal, was der Schickes in seinem Vault drin hat. Mit dem müsste ich in dem Raid gewesen sein, ne? Okay, ich schau mal die Waffe. Guck mal an, die bringt mir doch was. Es ist halt richtig schade, ne? Die bräuchte ich, wie ihr seht, im LFR noch und oben steht Aufwertung dran. Im quasi Normal würde ich die auch noch brauchen, aber ich kann die nicht upgraden. Also es funktioniert halt nicht, weil die Season zu Ende ist. Es ist halt echt schade. Echt schade, jetzt kannst du quasi mit dem Ding nichts mehr machen. Also wir können es einmal probieren, ne? Aber das ist ausgegraut, das wird nichts helfen. Echt richtig schade. Weil sonst hätte ich jetzt 2 T-Mocks mitnehmen können, ne? Ne, da geht nichts. Seht ihr? Da hab ich leider Pech gehabt. So, dann haben wir als nächstes hier den Magier. Mit dem müsste ich auch im LFR ein bisschen unterwegs gewesen sein. Jetzt gucken wir mal, was Machines drin haben. Oh, 2 Items. Einmal einen Kopf. Und einmal, was haben wir hier? Hände. Okay, die Hände brauche ich gar nicht. Da habe ich anscheinend schon beides. Den Kopf würde ich... da hat Movement Speed drauf. Da steht jetzt aber nicht gesammelt 50% dran. Deswegen vermute ich jetzt mal, dass ich hier schon den Normal T-Mock haben dürfte. Genau, jetzt habe ich hier 100%. Das ist sogar besser als das, was ich mit dem anhab. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube mal in den Vault, in den Katalysator brauche ich es, meine ich, nicht packen, oder? Magier-Set müsste ich ja soweit haben. Hier. Nee, tatsächlich, mir fehlen immer die Handgelenke, seht ihr das? Ja gut. Soweit so gut, aber zumindest wieder ein Item, da hat man Luck. Dann haben wir als nächstes noch einen Krieger. Und seht ihr, mit dem habe ich schon mal ein paar Stoff-Items jetzt hier auch noch im Inventar. Die habe ich so nebenbei bekommen mit Gierwürfen. Und die hebe ich jetzt mal auf bis Warwolf in Pre-Patch, ne? Da sollte ich die dann auch lernen können. So, was haben wir hier Schickes? Wir haben ein Trinket.
Dann einmal Schuhe, die ich brauche. Oh, die würde ich auch zum Upgraden brauchen. Oh, es tut so weh. Und einen Umhang. Aber zumindest kriege ich lauter Items, die ich im Grunde nach noch brauchen kann, ne? Also das ist ja schon mal was. Also dann holen wir uns auch mal die Schuhe. Wunderbar. Ja gut, die kann ich eigentlich weghauen, oder? Naja, jetzt lassen wir sie mal. Vielleicht kann man da irgendwas mitmachen. Man weiß ja nie. Okay, dann gucken wir weiter. Dann haben wir als nächstes nochmal einen Monk. Jetzt schauen wir mal, was der Schönes drin hat. Ah, Hände? Ne, die habe ich schon. Das Trinket habe ich auch schon. Tja. Ich glaube, ich nehme die Hände. Sind zumindest... Obwohl, was passiert, wenn ich die... Ach, seht ihr, wenn ich die Marken nehme... Die haben einen Verkaufspreis von 500 Gold. Ich krieg 4 Stück. Ich dachte mir schon, ich krieg die neuen Marken, ne? Aber so funktioniert das nicht. Also, wenn, dann krieg ich 2000 Gold. Oder ich nehme Gear Upgrade für den Char. Ach komm, wir nehmen die Hände. Wobei mittlerweile... Naja, komm, scheiß drauf, wir nehmen die Hände. Man hat ja zumindest ein bisschen besser. Man weiß ja nicht, was man für ein Item-Level braucht, um dann in die höheren LFRs reinzukommen. Nicht, dass es dann nicht reicht, ne? Sicher ist sicher. Dann habe ich als nächstes hier einen Druid am Start. Also nochmal Leder. Jetzt gucken wir mal, was der Schickes rauszieht. Was haben wir denn? Okay, eine Set-Hose. Das ist natürlich... Also klar, wäre ein Upgrade, ne? Dann haben wir Schultern. Wäre kein Upgrade. Und dann haben wir noch einmal einen Umhang. Der wäre ein kleines Upgrade, aber leider kein T-Mock. Aber dann nehmen wir jetzt einfach die Hosen, hätte ich gesagt. Dann hat der zumindest ein bisschen besseres Gear. So, wunderbar. Beauty als nächstes haben wir einmal einen Hunter. Jetzt gucken wir mal, ob der wieder ein schickes T-Mock-Teil dabei hat. Okay, den Bogen habe ich schon. Den Kopf habe ich auch schon. Ich glaube, dann nehmen wir einmal den Bogen, hätte ich gesagt. Für 50er Bogen, da sage ich jetzt nicht nein zu. Gar nicht so verkehrt. Wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt hier noch einen Demon Hunter. Und was hast du Schickes drin? Einen Kopf. Okay. Der wird nur was bringen, wenn ich ihn upgrade, ne? Also an sich bringt mir das Teil ja nichts und ich kann es nicht upgraden. Dementsprechend macht das eigentlich gar keinen Sinn, das zu nehmen. Es hat halt Movement Speed drauf, ne? Und einen Sockel. Also das ist eigentlich ein Giga-Roll, aber das ist mir jetzt eigentlich wurscht auf dem Char, wenn ich ehrlich bin. Heißt, ja, wir nehmen halt jetzt die Marken und verkaufen die halt hier. Haben wir zumindest 1000 Gold. Besser als nix. Dann sind wir auf dem nächsten Demon Hunter. Gucken wir mal, was der Schönes drin hat. Okay, das sieht arg nach Set aus, was ich wahrscheinlich nicht brauchen werde. Nee, aber das hier ist ein Set-Teil. Ja, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Also die brauchen wir definitiv nicht. Das Trinket könnten wir theoretisch machen. Und die Hose brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht. Wisst ihr was? Ich nehme die Marken. Dann nehme ich halt lieber 3000 Gold mit. Als die Sachen. Das rentiert sich nämlich leider nicht für mich. So, weg damit. Gut, dann haben wir noch einen Krieger. Jetzt schauen wir mal, was der Schicks drin hat. Ich glaube, so viel brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr aus dem LFR oder aus dem Normal auch. Zumindest hier aus dem aktuellen Raid. Was haben wir da? Einmal Handgelenke vom Rad. Die nehmen wir doch mit. Ah, wisst ihr, die würden wir... Obwohl, nee, die würde ich nicht aufgewertet brauchen. Seht ihr? Handgelenke. Sollte eigentlich passen. Genau, jetzt habe ich das Ding komplett. Oh, wunderbar. Jetzt müssen wir überlegen. Das brauchen wir eigentlich auch nochmal, ne? Naja, gut. Ich lasse es jetzt mal. Falls ich nochmal irgendwas in den Katalysator stecken muss, heben wir es jetzt lieber mal nochmal auf. Dann haben wir als nächstes noch einen Priester am Start. Seht ihr, wie schön aufgeräumt ich meine ganzen Chars habe. Die habe ich letztens mal alle durchgelockt. Und mal ein bisschen aufgeräumt. Das haben wir hier. Einen Stab. Da haben wir auch schon die Normal-Version. Perfekt. Haben wir jetzt auch die LFR-Version noch zusätzlich.
Bringt mir der auch was? Jetzt muss ich mal gucken. Nee, da habe ich tatsächlich was Höheres an. Upgraden kann ich ihn eh nicht. Okay, der kann eigentlich dann auch weg. Also den werde ich für nichts mehr brauchen. So, dann haben wir jetzt noch einen Paladin. Muss ich da noch Schickes rausziehen? Also ich muss sagen, bis jetzt ist eigentlich ganz okay. Wir haben recht viele Items auch gekriegt, ne, die ich nur brauchen kann. Sagte er und hat nur Mist dabei. Na gut, hier jetzt irgendwie nicht. Also wir hätten jetzt hier auf jeden Fall noch ein Upgrade. Oder ich nehme 2000 Gold. Komm, wir nehmen die Brust. Nehmen wir das Gear-Upgrade für den Char. Kann er bestimmt gut brauchen. So, dann können wir das andere Ding gleich weghauen. Dann sind wir als nächstes hier auf einem Krieger. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Schickes Plattentechnisches dabei haben. Drei Items. Das sieht mir arg nach Set aus. Oh, nee. Das ist sogar ein Offset-Teil. Nee, ist ein Schultern, die halt quasi nicht... Okay, das ist ein Setting. Ah, okay. Und ein Trinket. Also ist relativ klar, was ich nehme, ne? Jetzt schauen wir mal. Die wären natürlich alle ein Upgrade. Aber das hier... Schade, dass ich nicht noch upgraden kann, ne? Das Ding. Da würde ich nämlich beides brauchen. Normal und LFR. Beiden Varianten. So, das können wir auch anlegen. Und das Ding kann dann eigentlich weg. Gut, dann schauen wir weiter. Als nächstes haben wir einen Druid am Start. Mal, ob wir noch ein nettes Lederteil haben. Ah, ein Ring und ein Trinket. Okay, Trinket wäre schon nicht schlecht. Und der Ring? Der Ring bringt ja eigentlich nicht viel. Komm, wir nehmen das Trinket. Besser als nix. Andere Ding hier weghauen, das haben wir, glaube ich, irgendwann mal im Time Walker gekriegt. Schon mal, hier hätte ich auch diesen einen Kopf gehabt. Interessant, aber ich glaube, ja stimmt, den konnte ich gestern nicht mehr upgraden, ne? Weil der schon ausgegraut wurde, obwohl die Season noch gar nicht begonnen hat. Mega komisch. Dann haben wir hier noch einen Shami. Mal, was wir da Schickes rausziehen. Ah, guck mal, das Trinket. Das ist eigentlich ziemlich big, also damage-technisch. Dann, okay. Na, also normalerweise würde man das Trinket nehmen, ne, was halt schon stark ist. Aber bei dem Char geht es mir ja jetzt weniger um Damage, sondern eher ums T-Mog. Und dann nehmen wir nämlich einmal die Handgelenke. Und die sind auf jeden Fall dann wieder ein T-Mog-Teil mehr. So, nur die anlegen. Wobei, ich habe die PvP-Dinger. Also die bringen mir jetzt eigentlich gar nicht so viel. Dann haben wir nochmal einen Paladin. Gucken, ob wir nochmal was Plattentechnisches rausziehen können. Oh, schon mal, das Trinket, das ich hier noch im Inventar habe, ist sogar besser. Also wir haben einmal ein Tierset. Dann haben wir ein Schild. Und einmal Handgelenke. Okay. Jetzt alles keine Giga-Upgrades, sage ich euch. Komm, wir nehmen das Gold. Ja, das bringt mir jetzt T-Mog-technisch nichts. Und wenn es jetzt ein großes Upgrade gewesen wäre, hätte ich gesagt, komm, machen wir. Aber das ist jetzt eher übersichtlich. Und 3000 Gold haben oder nicht haben, ne? Ist gar nicht so verkehrt. Komm, jetzt tauschen wir auch hier noch so ein Trinket aus. So, wunderbar. Als nächstes haben wir dann noch einen Monk. Schauen wir mal, was bei dem Schickes drin ist. Okay, wir haben einen Stab. Den würde ich halt auch abgegradet brauchen. Ach, ich hatte anscheinend... Ach, ich könnte hier auch immer noch ein bisschen gucken, ne, was ich einstelle. Wegen den Waffen, ne? Das habe ich jetzt irgendwie auch nicht so wirklich gemacht. Das ist halt die Frage, ob wir jetzt den Stab nehmen. Oh, ich brauche halt alles drei. Das gibt's doch gar nicht. Tja, das ist jetzt halt die Frage. Das ist halt die Frage... Ich glaube, ich komme schwerer an die Waffen ran, oder? Als an die Ledersachen. Bei Lederchars habe ich doch einige. Ha, ist jetzt eine gute Frage. Was hole ich mir da Schickes? Gut, das ist vom ersten Boss. Bewahrer. Komm, ich nehme die Waffe mit. Keine Ahnung. Oder ist das. Oder wäre hier sogar noch was ein Upgrade für mich? Na, der Char hat relativ gutes Gear, ne?
Komm, wir nehmen die Waffe. Keine Ahnung, ich glaube, die Ledersachen, da komme ich, wie gesagt, einfach ran. Eine Caster-Waffe, da können immer relativ viele Leute drauf. Auf Rawlen upgraden kann ich sie leider nicht, ne? Das hat sie hier wieder erledigt. Aber zumindest das Base-Item. Dann haben wir noch einen DK. Mit dem war ich im PvP, meine ich, ein bisschen unterwegs gewesen. Schauen wir mal, was wir Schickes haben. Okay, wir haben einen Trinket und einen Kopf. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Okay, den Kopf habe ich schon mal umgewandelt gehabt. Passt ganz gut. Okay. Dann können wir eigentlich den Kopf nehmen. Beziehungsweise, ich muss nochmal kurz was schauen. Nicht, dass ich doch da ein Set voll krieg, versehentlicherweise. Was habe ich denn? Ja, okay, Kopf habe ich schon, ne? Es hätte jetzt sein können, dass der von dem einen Händler ist, ne, wo man das eine Elite-Teil kriegt. Deswegen war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich darf halt die Sets nicht voll kriegen. Sonst kann ich dann nächste Expansion, kann es dann wieder Probleme mit den Tokens geben. Und da musst du echt immer ein bisschen gucken, dass du wirklich die nicht komplett voll machst. Gut, dann gucken wir weiter. So, dann schauen wir mal rein. Hier mit dem Priester. Hat der Schickes drin? Also wir haben einmal Hände und einmal den Kopf, was ich beides nicht brauche. Gut, ich sag mal so, der Kopf wäre schon ein relativ großes Upgrade, ne? Ich würde sagen, komm, den Kopf, den nehmen wir mal mit. Können wir auf jeden Fall schon mal machen. Mal an, was haben wir hier noch? Hier haben wir einen Dolch und einen Streitkolben. Ach so, und ich habe einen Stab an, ne? Wenn ich jetzt nur eine Schildhand hätte, dann wäre es gut, aber so können wir es eigentlich nicht machen. Schade. Dann haben wir jetzt hier noch einen Magier. Schauen wir mal, was der Schickes rauszieht. Oh, den Stab hatten wir vorhin schon mal. Und hier haben wir einmal Hände. Okay, die sind jetzt ein Upgrade. Und der Stab, ja, wäre schon ein Upgrade. Oder 2k Gold. Na komm, wir nehmen den Stab. Sind wir mal so frei. Kriegt ein bisschen Upgrade, der Char. Mal den Stab hier. Dann haben wir noch einen Evoker. Gucken wir mal, was hat der Schickes drin? Gutes Gear hat er jetzt nicht wirklich. Okay, wir haben einmal ein Set-Teil und dann nochmal eine Brust. Naja. Glaube, ich nehme fast den Ring. Machen wir es so. Oder 3k Gold, ne? Nehmen wir einen Ring. Beauty. So, dann haben wir hier noch einen Evoker. Mal, was der Schickes dabei hat. Hände und einen Kopf. Okay. Kopf wäre ein Upgrade, die Hände eher nicht. Aber jetzt auch nicht dramatisch. Komm, wir nehmen die 2k Gold. Machen wir es mal, nur wenn es ein großes Upgrade ist. Verdient mir zumindest auch ein bisschen was. So, was haben wir hier noch? Den Gürtel, den wollen wir auch nicht. Weg damit. Haben wir ein Rezept irgendwo gekriegt. So, dann haben wir als nächstes noch einen Paladin. Jetzt schauen wir mal. Okay, ein Schild, das haben wir schon. Und einen Kopf, den haben wir auch schon. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, ich nehme die Marken. Werd hier nur reich, ich sag's euch. Ich habe mein ganzes Gold zusammengeschickt, ne? Deswegen habe ich auf allen Chars etwas unter 10k. Das werden wir so, denke ich mal, so nach und nach wieder auffüllen, hoffe ich zumindest. Dann haben wir hier noch einen Hunter. Was der Schickes dabei hat. Handgelenke. Die sind halt nicht mal ein Item-Level-Upgrade. Belasten, sage ich euch. Na gut, hauen wir den Mist schon mal weg. Gibt's nochmal 1000 Gold. So, dann haben wir hier noch einen Hexenmeister. Muss mal wieder was rauskommen. Am Anfang lief's echt gut, ne? Ah, Hosen. Die haben wir schon. Und sogar besseres Item-Level. Also da nehmen wir wohl auch das Gold, so wie es aussieht.
Ab nächste Woche wird es ein bisschen besser, da kann ich dann die Items auch upgraden, ne? Weil es dann die neuen Sachen sind und kann dann auch Marken nehmen, die wir was bringen. Also da sieht es dann ein gutes Stück besser aus tatsächlich. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Evoker. Und mit dem war ich, meine ich, im PvP unterwegs und zwar nicht im LFR. Und jetzt guck mal, was wir hier haben. Und Schildhand, die ich habe. Dann das hier ist nur zum Upgraden und die Brust, die würde mir einen T-Mog bringen. Jetzt gucken wir zur Sicherheit bei den PvP-Items nochmal nach. Ah, okay. Also wenn ich die Brust nehme, dann kann ich sie auch in den Katalysator packen. Ich darf aber auf keinen Fall dann den Kopf mehr holen. Ja, okay, das machen wir mal. Da muss ich dann echt vorsichtig sein. Nicht, dass ich es verkacke. Und ich ein volles Set krieg, ne? Mich dann nächste Expansion komplett outlocke. Das wollen wir nicht. So, ich würde sagen, wir packen das jetzt hier noch einmal rein. Also, wenn wir dann die Brust. Genau, dann kriege ich jetzt hier das Set-Teil. Haben wir nochmal einen extra T-Mog. War das auf jeden Fall schon mal nicht. Ah. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Magier. Ich hoffe mal, ich bekomme Handgelenke, ne? Ich brauche nämlich auch noch Handgelenke vom Set. Ne, ich krieg wieder diesen gleichen Hut. Was haben wir denn? Wir haben Trinket und den Hut. Naja, gut. Ja, ach komm, wisst ihr was? Wir nehmen hier die Marken. Es haut mir jetzt beides nicht so vom Hocker, dass ich sagen würde, dafür verzichte ich auf das Gold. Nee. So, jetzt sind wir zum guten Schluss noch einmal beim Main. Und da wollte ich jetzt nochmal gucken, wie es ausguckt, jetzt hier in dem Mithrasil LFR. Und da seht ihr, da sind wir jetzt ganz schön runter an Items. Ich bin da jetzt bei 86% und brauche jetzt noch mit allen Rüstungsklassen quasi 19 Items. Die meisten sind tatsächlich bei diesem ersten Boss, wie ich hier gerade sehe, ne? Brauche ich noch 4 Sachen. Und ja, manche Teile sehen auch ganz gut aus. Hier im letzten Teil brauche ich nur noch von Führerknopf bis Stoffhände. Und ja, im Normal sieht es ähnlich gut aus. Ich glaube, im Normal wären wir jetzt sogar noch wesentlich besser gestanden, wenn ich das ein oder andere hätte upgraden können, aber es geht jetzt leider nicht. Aber sobald das quasi so ermächtigt ist, ne, in der Season, dann wird das wahrscheinlich hier auch gut, ja, relativ schnell fertig farmbar sein. Genau. Hier seht ihr übrigens, da habe ich mein Gold bei unter anderem Main und ein paar anderen Chars zusammengeschickt. Hat einfach den Hintergrund, dass wenn ich mir irgendwas Teures kaufen will, ne, dass ich so ein bisschen schneller das Gold habe und nicht wieder 10.000 Chars durchloggen muss. Naja gut, dann sind wir jetzt einmal durch mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.